Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich bin Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Stampin'-Up-Produkte und ich zeige euch immer gerne, was wir mit diesen Produkten alles Schönes basteln können. Heute jedoch startet eine neue Serie und zwar nennt die sich Kindler Leicht in Anlehnung an meinen Nachnamen. In der Reihe Kindler Leicht möchte ich euch nicht zeigen, was wir mit den Produkten von Stampin' Up! Machen können, sondern wie wir sie benutzen, wie wir mit ihnen arbeiten. Und heute möchte ich mich als erstes einmal um alles rund um den Stempel kümmern. Ich drehe euch einfach mal um und dann geht's los. Jetzt hätte ich euch beinahe ausgeschaltet. So. Mal so rum, sonst fällt mir das. Nee, andersrum. Oh, sonst fällt mir das hier runter. So. Hier muss ich mir auch unbedingt mal was anderes einfallen lassen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Jo, wenn ihr Stempel. Also, erstens mal haben wir Stempelkissen. Zwei verschiedene. Diese hier sind die älteren. Die gibt es so jetzt also nicht mehr zu kaufen. Die schiebt ihr nach hinten auf, klappt sie um und könnt sie dann benutzen. Das sind wie gesagt die älteren Stempelkissen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr jetzt Stempelkissen bestellt, dann kommen die so. Verschweißt. Die können wir also erstmal hier aufschneiden. Machen die Folie ab. Manchmal geht das so ein bisschen schwer. Ihr braucht die aber nur aufziehen, rumklappen und zum Stempeln schiebt ihr das Teil hier richtig rein. Ich mache das jetzt noch nicht richtig rein, weil ich euch erstmal noch was zeigen möchte. Und zwar, wenn diese Stempelkissen so offen nebeneinander stehen, kann man manchmal schlecht sehen, um welche Farben es sich tatsächlich handelt. Und darum gibt es hier auf der Rückseite solche Aufkleber. Die können wir hier hochnehmen und dann können wir uns das Deutsche am besten rausnehmen. Wir haben das also in Französisch, Englisch und Deutsch und Chinesisch, glaube ich. Und einmal Blanco. So, dann nehmen wir uns das Deutsche hier raus, ja, wenn es dann geht. Hier hakt das ein bisschen, aber so ein bisschen rohe Gewalt anwenden. Na super. Das ist jetzt gerade mal kaputt gegangen, aber ist nicht dramatisch, weil dieses Teil, das war nicht richtig geschnitten, ist mir auch noch nicht passiert. Das kleben wir jetzt hier vorne drauf. So. Und dann haben wir schon mal immer, wenn sie weggestellt sind, können wir schön sehen, welche Farbe das ist. Und dann nehmen wir uns noch das Blanko-Teil. Mal sehen, ob das jetzt richtig abgeht oder ob das auch nicht richtig geschnitten ist. Nee, das ist super. Und das können wir uns jetzt nämlich schön hier innen drin reinsetzen. So. Und schon können wir immer richtig gut sehen, mit welchem Teil, mit welcher Farbe wir gerade arbeiten. Cool, ne? Die farbigen Stempelkissen sind auch alle schon gefüllt. Ich sage das deswegen so, weil wir nämlich auch das weiße Stempelkissen haben und das bekommt ihr leer. Na, das geht ein bisschen schwer. Das bekommt ihr leer. Dazu gibt es dann so Nachfüllfläschchen. Das macht ihr dann hier drauf, so wie ihr das haben wollt. Und dann habt ihr auch ein weißes Stempelkissen.
Wichtig, dass ihr die immer schön zudrückt, damit die nicht austrocknen. Ja, und beim Zumachen nachher einfach hier bloß kurz hinten andrücken, nach vorne ziehen, schließen, bis es klackt, fertig. Wenn ihr die Stempelkissen ein Weilchen benutzt habt, das möchte ich euch jetzt an dem mal zeigen, dann kann das schon mal sein, dass die Farbe da so ein bisschen nachlässt. Und für diesen Fall haben wir dann natürlich für alle Farben auch Nachfüllfläschchen. Und dann können wir hier unsere Farbe reinsetzen. Ich mache jetzt mal nicht so viel, weil so leer ist das noch nicht. Und dann nehmen wir am besten irgend so eine alte Kreditkarte oder sowas und fahren hier nochmal so rüber. Das verteilt die Farbe so ein bisschen, drückt sie auch nach unten. Und dann habt ihr die Farbe auch gleichmäßig im Stempelkissen verteilt. So, nun haben wir hier natürlich die Schmalerei. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Da warten wir noch eine Sekunde. Wir haben dann auch noch so ganz kleine Stempelkissen. Die gibt es auch in leer. Könnt ihr also Blanko kaufen. Mit denen kauft ihr euch so die Nachfüllfarben dazu und dann könnt ihr die in der Farbe füllen, wie ihr wollt. Ansonsten diese kleinen farbigen gibt es nur in den Kreativsets. Diese ganz normalen Stempelkissen sind wasserlöslich und dann haben wir noch eine Farbe, Memento Schwarz. Das nehmen wir so, wenn wir Umrisse stempeln wollen. Zum Beispiel, was habe ich denn jetzt schnell mal für einen Umriss? Na, da habe ich jetzt, glaube ich, den falschen Stempel rausgeholt. Nehmen wir mal den. Ja, und den. Ach, da ist der Block. Da muss ich auch mal nachfüllen, sehe ich gerade. Dann haben wir hier also so Umrisse, die man dann teilweise auch ausfarbig noch gestalten kann. Auch wasserlöslich. Die wasserlöslichen Stempel können wir mit den Blends, ich hole die mal noch kurz ran. Mit den Blends ausmalen. Und dann haben wir aber auch noch Tinte, die auf Alkohol basiert. Das ist die Stason. Und die Stason können wir mit den Breitmarkern ausmalen, weil es muss immer so eine Kreuzverbindung sein. Wenn die Stempeltinte wasserlöslich ist, dann kann sie mit Alkoholmarkern oder Blends, Stiften jedenfalls, ausgemalt werden oder koloriert werden. Wenn die Tinte alkoholhaltig ist, dann mit wasserlöslichen Stiften. So, das war dazu noch. Und nun sind wir bei unserer kleinen Schweinerei hier. Es geht darum, wie wir die Stempel sauber machen. Dafür gibt es so Tücher. Das sieht nicht mehr so schön aus. Ist der Reinigungsprofi. Da können wir das einfach abwischen. Wir können auch unseren Stempel, den wir hier gerade hatten, wunderbar damit sauber machen. Ihr seht, die Tinte bleibt dran. Diese Reinigungstücher, diesen Reinigungsprofi, den kann man
ganz normal waschen. Aber ihr seht, so richtig sauber wird er nicht. Das hat aber für die Reinigungswirkung überhaupt gar keine Bedeutung. Und ihr seht hier auch, dass manche Stempel so verfärbt sind. Das geht also mit dem Reinigungsprofi auch nicht ab. Das geht auch überhaupt gar nicht richtig ab. Tut aber dem Stempel auch nichts zur Sache. Das passiert immer dann, wenn die Stempelfarbe ein gewisses Maß an Rottönen hat, an roten Pigmenten. Na, dann verfärbt sich dieser Stempel. So, und dann haben wir ja auch noch etwas anderes zum Saubermachen, nämlich den Scrub. Der Scrub hat zwei solche, ja, ich weiß gar nicht, Stoff. Wie nennt man das? Es ist mit Nylonfasern gemacht und ist für die Reinigung. Ach so, eins muss ich noch dazu sagen. Das Ding hier macht er einfach mit Wasser nass, den Reinigungsprofi. Mit Wasser nass machen. Ihr könnt den auch an der Luft trocknen lassen. Das ist auch ganz wichtig, damit sich hier, wenn ihr das so in eine Hülle tut, wie ich das habe, dass da sich keine Bakterienstämme entwickeln und sich da zu Hause fühlen. Immer gut durchtrocknen lassen und dann erst richtig verschließen. Praktisch ist das natürlich so für zwischendurch. Ne? Kann man schnell mal irgendwo hin mitnehmen, nimmt nicht viel Platz weg, braucht man nichts weiter dazu. So. Der Scrub. Der hat hier in der Ecke einmal so ein Zeichen mit Wassertröpfchen und einmal so ein Zeichen mit der Sonne, weil er mit verschiedenen, einmal mit einer trockenen Seite und einmal mit einer feuchten Seite arbeiten. Bevor wir den aber überhaupt benutzen, spült er das bitte unter fließendem Wasser ab und lasst es ordentlich trocknen. Wenn es dann wieder trocken ist, dann haben wir so einen Stampin' Nebel. Den gibt es in der Sprühflasche. Und damit sprüht ihr die nasse Seite schön ein. Dass sie schön feucht ist. Also nicht triefend nass, aber dass da auch was dran ist. Und dann nehmen wir uns wieder mal einen Stempel. Das ist übrigens hier das Stempelset von der Celebration. Gibt es gerade mit ganz tollen Papier. So, wo ist denn jetzt mein Blatt? Da ist es. So, das stempel ich jetzt mal. Ja, vielleicht auch gleich mal in Blau. Genau. Stempeln wir mal einmal ab. Übrigens, wenn ihr so ganz neue Stempelkissen habt, dann ist das manchmal auch sehr, sehr feucht. Und ist so ein bisschen schaumig, wenn ihr das abstempelt. Dann einfach auch mit der Karte rüber, so wie wir das beim Nachfüllen machen. Und dann ist es auch wieder in Ordnung. So, und den Stempel machen wir jetzt mal hier mit dem Scrub sauber. Wir gehen also mit dem Stempel über die nasse Seite. Dann ist die Farbe ab. Und dann gehen wir damit über die trockene Seite und dann ist der Stempel wieder wie neu. Wenige meinen, man könne diese Stempel auch mit feuchten Babytüchern reinigen. Davor warne ich wirklich ganz ausdrücklich, weil diese Flüssigkeit, die da in den Reinigungstüchern drin ist, den Gummi vom Stempel angreift und dann sieht er irgendwann nicht mehr schön aus. Dieses Stampin' Nebel macht den Stempel nicht bloß sauber,
sondern eher, da ist auch so ein Reinigung, so ein Pflegeprodukt mit drin für den Stempel, das den Stempel schön geschmeidig hält. Ja, das können wir dann einfach zumachen. Auch fertig. Ja, und eigentlich, ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben also verschiedene Stempelfarben. Wir haben den weißen Stays und da war noch was, genau. Und zwar, wenn ihr mit dem alkoholbasierten Farbe stempelt, dann haben wir dafür einen extra Reiniger. Das ist extra ein Station Cleaner, also ein Station Reiniger, damit die Farbe dann auch wirklich vom Stempel abgeht, weil alles andere ist ja wasserbasiert. Hier habt ihr so einen kleinen Schwamm oben drauf. Da könnt ihr direkt so auf den Stempel gehen, das abwischen mit einem feuchten, mit so einem Mikrofasertuch ein bisschen trocken topfen und dann auch hinterher in den Scrub, nasse Seite, trockene Seite, fertig. Dann habt ihr den Stempel sauber und habt ihn dann hinterher auch gleich gepflegt. Jo, das war eigentlich, glaube ich, alles. Ich drehe euch mal schnell um. Ja, wie gesagt, das war soweit alles, was mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Stempelfarben, wie man damit arbeitet, dann ja, stellt sie einfach. Und ansonsten werde ich mir auch weitere Produkte vornehmen. Ich werde euch auch nochmal zeigen, welche verschiedenen Stempel es gibt, wie ihr damit arbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Für heute soll es reichen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr findet mich wie immer unter Kreativ mit Sonja auf Facebook, auf Instagram und natürlich auf meinem Blog. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Ja, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen Beitrag verpasst. Ich bedanke mich nochmal und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, eure Sonja.